Wenn Sie eine Outlook-E-Mail an mehrere Kontakte senden und alle Adressen in das An- oder CC-Feld setzen, sieht jeder Empfänger diese Adressen und weiß, wer die E-Mail alles erhalten hat. Wenn Sie nicht möchten, dass diese Empfängeradressen Ihren Empfängern bekannt sind, dann erstellen Sie sich einfach einen Pseudokontakt und nutzen diesen als Empfänger im Feld An. Dieser Weg zeigt jedem Empfänger, soweit er das System versteht und kennt, dass die E-Mail nicht nur an ihn gesendet wurde, aber verbirgt gleichzeitig die einzelnen Adressen der Kontakte vor allen anderen Empfängern. Um sich einen Pseudokontakt anzulegen, gehen Sie auf die Registerkarte Start und suchen sich dann den Button für Adressbuch. Dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf diesen Button und es wird Ihnen das Fenster Adressbuch Kontakte geöffnet. Sobald Sie dieses Fenster sehen, klicken Sie auf Datei und dann auf Neuer Eintrag. Dann wählen Sie in dem nächsten Fenster Neuer Eintrag, das sich öffnet, Neuer Kontakt und klicken auf OK. Sie erhalten jetzt das ganz normale Fenster von Outlook zum Anlegen von Kontakten. Sie können dann im Feld Name den Namen eingeben, den Sie benutzen wollen, um diesen Pseudo-Empfänger wiederzufinden. Ich bleibe jetzt dabei, Pseudo-Empfänger einzugeben und auch diesen Namen dann zu nutzen. Sie können natürlich jeden anderen Namen nehmen, an den Sie sich erinnern können oder der Ihnen gefällt. Und dann geben Sie bei der E-Mail-Adresse die E-Mail-Adresse ein, die dieser Pseudo-Empfänger haben soll. Und das wäre in unserem System unsere eigene E-Mail-Adresse. Das ist die Testadresse, die ich für diesen Kurs angelegt habe. Damit hätten wir den Namen und die E-Mail-Adresse und wären schon fast einsatzbereit. Ich klicke jetzt noch auf Speichern und Schließen und schließe dann auch das Fenster Adressbuch Kontakte. Aber Sie sehen hier, dass mein Pseudo-Empfänger mit dem Namen Pseudo-Empfänger auch tatsächlich da ist. So, ich schließe jetzt hier über das Kreuz. Wenn ich jetzt eine E-Mail an verschiedene Empfänger verschicken möchte, die aber die anderen Empfänger nicht kennen sollen, dann klicke ich hier auf Neue E-Mail. Und ich wähle dann im Anfeld meinen Pseudo-Empfänger aus. Die Zeile CC lasse ich frei und die Personen, die die E-Mail dann tatsächlich bekommen sollen, trage ich tatsächlich unter BCC ein. Sollte BCC bei Ihnen nicht angezeigt werden, dann gehen Sie auf Optionen, klicken dann ganz rechts auf diese drei Punkte mit dem Text Weitere Befehle und klicken dann auf BCC. Ich habe das jetzt natürlich in diesem Fall nicht ein-, sondern ausgeschaltet, weil BCC ja bereits da war. Um jetzt BCC wieder zu haben, gehe ich den gleichen Weg noch einmal. Ich klicke auf Optionen, ich klicke auf die drei Punkte und ich klicke auf BCC. Und jetzt klicke ich in die Zeile BCC und wähle mir die Empfänger aus, an die ich die E-Mail-Adresse, die E-Mail verschicken möchte. Das war's. Ich habe zwei Empfänger ausgewählt. Die Anzahl ist, wie gesagt, so gut wie unbegrenzt. Wie viele Empfänger Sie da eintragen, hängt natürlich von Ihren Umständen ab. Jetzt gehe ich in den Betreff und schreibe einmal als Betreff Test Pseudo rein. Und ich gehe dann in das eigentliche Textfeld, wo ja schon die Signatur steht. Und ich schreibe hier auch einfach mal nur Pseudo-Empfänger hinein. Das war es im Grunde genommen schon. Jetzt kann ich die E-Mail verschicken. Sie sollte an diese beiden E-Mail-Adressen gehen, aber diese E-Mail-Adressen dürften sich nicht gegenseitig kennen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich klicke jetzt auf Senden. Und schon wird die Nachricht versendet. Jetzt gehe ich auf den ersten dieser beiden Empfänger, die ich mir ausgewählt habe.
Und wir sehen, dass hier diese E-Mail auch angekommen ist. Wir sehen, dass ich den Betreff Test Pseudo habe. Wir sehen hier an Pseudo-Empfänger. Das heißt also, der Empfänger dieser E-Mail sieht die anderen Empfänger nicht. Und wir haben hier unter auch den Text Pseudo-Empfänger, den ich eingegeben habe. In unserer Test-E-Mail-Adresse haben wir selbstverständlich diese E-Mail auch, denn diese Test-E-Mail-Adresse haben wir ja ins An-Feld eingetragen. Und jetzt gucken wir noch einmal in die dritte E-Mail-Adresse, was wir da bekommen haben. Ich klicke hier auf Posteingang. Und auch hier haben wir diese E-Mail bekommen an Pseudo-Empfänger. Der andere Empfänger war nicht da. Also sind die weiteren Empfänger für die Empfänger, die ich ausgewählt habe, anonym. Wenn Sie also auf diese Art und Weise arbeiten möchten, wissen Sie jetzt, wie Sie problemlos das Problem lösen können, dass nicht jeder Empfänger wissen soll, wer alles die E-Mail bekommen hat. Ob Sie das benötigen, hängt von Ihren persönlichen Umständen ab. Das werden Sie sicher selbst richtig entscheiden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.